Mit einem schönen Outdoor- und Camping-Spezial geht es jetzt bei uns weiter. Und Petrus hat ja doch mal ein Einsehen mit uns gehabt in den letzten Tagen. Wir haben endlich mal so etwas wie Spätsommer, hat auch gestern der Moderator entsprechend gestern im Nachtjournal auch noch zur Kenntnis genommen. Und das Wetter soll in den nächsten 3 bis 4 Wochen doch immer wieder mal so sein, dass man endlich mal wieder rauskommt. Und wir haben tatsächlich in diesem Sommer doch nicht lange genug drinnen gesessen. Sie möchten schön Campingurlaub machen oder einfach am Wochenende mal mit der Familie ein Picknick am Baggersee. Wir zeigen Ihnen, was Sie dafür brauchen und was Sie dafür vor allen Dingen hervorragend gebrauchen können. Und wenn ich mich mal so umschaue hier, bei mir zu Hause ist, glaube ich, eine Mückenplage ausgebrochen. Guck dir das mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja. 7, 8, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, Mückenstiche. Aha. Und die jucken wie die Hölle. Was kann ich dagegen tun, Ingo? Ja, da haben wir als erstes Foto. Das solltest du dir vielleicht wirklich zulegen. Ja. Haben wir diese Campinglampe. Da kommst du jetzt mit. Wir haben die bei uns mal am Zelt angehängt und so würden Sie die auch bei sich am Zelt anhängen. Wir können das bei Diana mal sehen. Die hängt da oben einfach am Zelt. Da haben wir natürlich einmal Licht. Sehen Sie das? Und wir haben das da in 2 Helligkeitsstufen und in Blinken. Also man kann das auch auf Blinken stellen, wenn man da drauf drückt. Sehen Sie das? Oder Zack. Eben rot blinkend, wenn man eben in Gefahr ist. Ausgesprochen praktisch, hat auch sehr, sehr viel Licht mit 200 Lumen. Die ist richtig, richtig hell. Ja. Und wenn man jetzt wie du drinnen im Zelt ist und von Mücken zerbissen wird, dann haben wir sogar, und das ist der andere Schalter, den wir da haben, wir dürfen es hier im Studio natürlich drin machen. Draußen sollte man das nicht machen, weil das eben die Natur stört. Aber drinnen darf man diese UV-Lampen benutzen. Die nehmen dann eben, die töten absolut chemiefrei die Schädlinge ab. Das ist das Tolle, die werden von dem Licht angelockt und dann eben elektrisiert, kann man sagen. Da hat man dann Ruhe im Zelt, Ruhe bei dir im Wohnzimmer, wo immer du bist, gibt es dann keine Insekten und Plagegeister mehr. Und du also drinnen heißt auch im Zelt? Natürlich, drinnen im Zelt, im Wohnwagen, im Campingwagen, im Campingmobil, überall, wenn man draußen ist, dann will man das nicht. Wir haben einmal also diese tolle, tolle Leuchte, die sehr, sehr hell ist, mit Gefahr blinken, bitte, wenn man da auf Rot schaltet, die ist richtig hell, also das ist 200 Lumen. Boah. Und dazu dann eben, und das sehen Sie im unteren Teil, dieses UV-Licht, was die anlockt, und da ist dann noch so ein elektrisches Gitter drin, was eben dann die Schädlinge und Plagegeister eliminiert. Also das, was für uns Männer Diana ist, ist das blaue Licht für Mücken. Ja, ungefähr. Das ist also ausgesprochen praktisch zum Camping, und das ist so klein, mit Akku läuft das übrigens, das heißt, laden Sie ganz einfach über USB an und dann haben Sie bis zu 16 Stunden Laufzeit damit. Das ist großartig. Licht und keine Mücken mehr oder zumindest deutlich weniger Mücken, als man das vielleicht in der Vergangenheit gewohnt war. Und ich habe immer so das Gefühl, gegen Spätsommer, so ab Ende August, Anfang September, geht es nicht nur mit den Wespen, sondern auch mit den Mücken nochmal so in die entscheidende Phase, als wenn Sie mitkriegen würden, dass in ein paar Wochen dann vielleicht dann doch wieder die Temperatur deutlich runter sinkt und dann die Mücken vielleicht doch einfach verschwinden. Dann geben Sie nochmal extra Gas. Damit sind Sie ganz einfach geschützt und haben auch noch ein praktisches Campinglicht. Aha. Natürlich auch noch mal mit diesem roten Blinken, falls mal eine Gefahrensituation entsteht, kannst du natürlich super auf dich aufmerksam machen. Ja, das ich finde die total cool, praktisch. Ist auch klein, also es passt handlich. Schön handlich hier, großartig. Schön handlich und leicht auch. Ne? Mit Hängerle. Das passt überall hin und super. Kann man einfach so mitnehmen. Sehr schön. Also ein sehr schöner Artikel, definitiv ein Must-Have. Ein für Must-Have den Campingausflug oder natürlich auch mal für das Picknick mit der Familie am Wochenende. Licht und ein Gerät, was die Mücken anlockt und ganz einfach dafür sorgt, dass sie verschont bleiben von diesen Mückenstichen, die so entsetzlich jucken. 3 Tage hast du Spaß damit. 12,34 € wäre dafür der Preis für die Kombination, für die 2-in-1-Geschichte. Mit der ZX8042 und die 569 haben wir es für Sie im Programm, liebe Zuschauer. Und jetzt reden wir mal von dem, was definitiv jeder gebrauchen kann, nämlich ein bisschen extra Energie für Smartphone, für einen E-Book-Reader oder für andere elektronische Geräte, die mit USB mit Strom versorgt werden. Ja, wir haben hier eine USB-Powerbank. Mhm. Ganz einfach, sieht aus wie jeder andere, ist auch sehr schön klein und handlich. 11.000 mAh. Das ist schon mal sehr, sehr viel. Sie können hier an 2 USB-Geräte gleichzeitig laden. Mhm. So ein Handy, auch mal einen Ventilator betreiben. Gibt ja so viele Geräte, die inzwischen mit USB funktionieren. Zum Beispiel auch unsere Campingleuchte mit dem Mückenvernichter, mit dem Insektenvernichter. Könnte ich damit auch wieder aufladen, ne? Könntest du daran auch wieder aufladen. Ist also sehr stark. Und wenn wir jetzt mal auf die Rückseite gucken, also die andere Seite, da sehen wir hier diesen riesengroßen Scheinwerfer mit 20 LEDs. Das ist unglaublich, wie hell der ist. Das ist der, den du mir eben in der Maske vor die Nase gehalten hast, ja, oder? Wo deswegen ich 2 Minuten blind war. Deswegen wir immer noch schwarze Punkte überall sehen. Deswegen wir immer noch schwarze Punkte sehen. Das sind, guck mal, wie hell die ist. 20 LEDs sind das, die also wirklich wie
ein Bau, wie eine Bauleuchte, möchte ich mal fast sagen, ist das hier. Ja. Es ist wirklich beeindruckend, was diese Lampe hier leistet an Strom, eben, also an Licht. Damit kann man richtig große Räume mit ausleuchten und natürlich auch ein Zelt oder mal ein Picknick. Wenn es langsam dunkel wird, ist das komplett erleuchtet damit. Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass du das mit in auf eine Baustelle nehmen kannst und damit deine Baustelle ausleuchten. Warum nicht? Also, die habe ich doch mal eben in der Hosentasche oder in so einer Arbeitshose mal eben in der Tasche. Und wenn ich ein zuverlässiges Licht brauche, ja, habe ich da die Möglichkeiten. Gleichzeitig lade ich mein Handy oder was auf, damit ich noch ein bisschen Musik hören kann. Spitzenklasse. Oder man sitzt abends beim Camping noch mal mit drei Bekannten, drei Freunden am Tisch und klopft eine Runde Doppelkopf. Haben wir das schon mal gemacht, Carsten? Ja, gelegentlich kommt das mal vor. Da braucht man natürlich auch eine vernünftige Lichtquelle. Da brauchst du eine Wenn der Ingo Richter die Herz 10 schmeißt. Ja, ganz genau. Und versucht einen zu täuschen. Kennen wir schon. Ne? Und schmutzig anschubst. Ja. Also, das haben wir natürlich. Und auf der anderen Seite, und das ist total praktisch, haben wir ein Solarpanel, mit dem wir das Powerpack auch wieder, die Powerbank auch wieder aufladen können. Absolut revolutionäre Technik. Ein monokristallines Solarpanel ist da drin, mit dem Sie ohne Steckdose diese Powerbank wieder aufladen können. Legen Sie einfach in die Sonne und dann wird es von ganz alleine wieder aufgeladen. Unglaublich praktisch. Im Auto würde ich es aufs Armaturenbrett legen oder einfach mal an den Rucksack hängen. Unglaublich praktisch. Also 11.000 Milliampere sind natürlich in diesem Fall relativ. In der Regel, dadurch, dass Sie Tageslicht sicherlich immer zur Verfügung haben von morgens bis abends, kann man diese Energieleistung Ihrer Powerbank sicherlich noch mal um ein Vielfaches verlängern oder natürlich ganz einfach über Nacht mal eben zu Hause an die Steckdose. Auch damit kann man es aufladen. Immer wieder Energie fürs Handy, für USB-betriebene Geräte haben Sie hier mit Ihrer tollen Powerbank und das für 21,84 €. Die PX1927. Und bitte die 569 nicht vergessen, dann wissen die Kollegen im Service Center, dass sie den günstigen TV-Sonderpreis bekommen möchten. So, da ist man so 2-3 Tage unterwegs und ich kenne es noch von dem ein oder anderen Festival. Spätestens nach 24 Stunden sollte man ein wenig an seiner Körperhygiene arbeiten. Ja, nicht nur an der Körperhygiene. Aber wie willst du da hinkommen, wenn da jetzt Hunderte gleichzeitig duschen wollen? Da stehst du 3 Stunden in der Schlange, da haben wir auch nicht unbedingt Bock drauf. Das soll eine Dusche sein? Das ist eine portable Solardusche. Wie eine portable Solardusche? Ja, das ist der Hammer. Da ist die drin, ich mache die mal auf, dann sehen Sie wieder. Also wir haben sie auch aufgebaut, das zeige ich Ihnen auch gleich. Da passt das alles rein. Dann haben wir die Solardusche, den großen Beutel und hier den Duschschlauch mit dem Duschkopf. Jetzt das ist die kleinste Dusche der Welt, oder? Jetzt gehe ich mal rüber zu unserer Dusche, die wir schon aufgebaut haben. So, Diana, jetzt bist du fällig. Und dann siehst du, wie das gemacht wird. Zeig mal. Das ist hier den Tank. Hier füllst du mit Wasser. Und zwar mindestens halb voll. Ich habe so bis dahin voll gemacht. Guten Tag. Und dann steht der auch richtig. Guck mal, kannst du gegentreten. Der fällt auch nicht um. Ja. Weil der dunkel ist, wenn du den eine Viertelstunde, 20 Minuten in der Sonne stehen lässt, hat das Wasser eine Temperatur von 30, 40 Grad. Oh. Ist also auch sehr angenehm, dann damit zu duschen. Und dann haben wir hier, das siehst du, einen Blasebalg. Ja. Mit diesem Blasebalg pumpst du Luft hier rein, das ist das, was den Überdruck erzeugt. Ja. Der ist jetzt also richtig prall, gefüllt mit Luft und hat Druck drauf. Ja, okay. Und das ist total. Wenn ich jetzt duschen möchte, muss ich pumpen. Nein, du pumpst, dann hörst du auf zu pumpen. Und dann, Diana, es reicht. Jetzt ist hier genug gepumpt? Druck drauf, dass das Dusche. Wasser von ganz alleine rauskommt. Lass mal kühlen. Oh, das geht ja noch. Das da habe ich, schon kälter geduscht. Ja, aber ich meine, hier im Studio ist jetzt kein Sonnenlicht und nichts. Insofern kann sich das Wasser nicht aufwärmen. Warum hast du von einer Solardusche gesprochen? Weil die sich solar auflädt. Also ach die so. Temperatur ach, jetzt durch die Sonnenenergie. Okay, ja. Weil es eben so dunkel ist, erhitzt sich das Wasser ganz automatisch auf 30 bis 50 Grad. Ja. Also du füllst es mit Wasser, stellst es auf den Tisch, eine Viertelstunde, 20 Minuten und hast dann eine Dusche. Das ist wenn cool. Der Druck, jetzt lässt der Druck ein bisschen nach. Dann pumpst du wieder ein bisschen Luft nach, dann kannst du wieder weiter duschen. Ist das nicht irre? Das ist ja wirklich irre. Klingt ja lustig, ne? Ja, es ist vor allem nicht nur zum Duschen, es ist auch um zum Geschirr mal sauber zu machen. Ja. Weißt, es gibt so viele Sachen, egal was, Hände waschen, Füße waschen, ist ja alles unglaublich wichtig. Ist ja immer, wenn du mal so barfuß oder in Flipflops oder sowas da mal über so einen Campingplatz läufst, hast du immer mal so ein bisschen Schmodder oder was Gras an der Füße, bevor du dann ins Zelt oder in den Campingbus einsteigst, kannst du da mal eben schnell die Füße sauber machen. Oder dann eben auch mal eine vernünftige Dusche genießen, da brauchst du keine Stromzufuhr und gar nichts für. Und das hast du natürlich jetzt mal eben ganz rucki-zucki eben schnell zusammengepackt und mal eben schnell im Camping, in der Campingausrüstung mit dabei. Konnte ich mir auch gut vorstellen, gerade so nach so ich weiß, dass es dich unglaublich in den Fingern juckt. Und das steht ich. Liebe Zuschauer, für 28 Euro, Quatsch, der tragbare Campingdusche war 32,29.
für die tragbare Campingdusche NX52, 83 und die 569 ist dafür die Bestellnummer. So, jetzt wollen wir uns mal mit einem Thema beschäftigen, was wahrscheinlich jeder kennt. Diana, dir ist auch schon mal ein Handy runtergefallen, oder? Oh ja, ist dir schon mal ein Handy runtergefallen, ja. Diana? Und dann? Teurer Spaß, oder? Ein bisschen, ja. Ja. Schade. Jetzt hast du uns versprochen, wir können ein Handy regelrecht malträtieren. Wir können fast damit Fußball spielen. Das macht diesem Handy gar nichts. Das will ich sehen. Ja, das ist ein Handy, das ist ein Outdoor-Handy. Und zwar benutzen Sie das als Zweithandy. Weil man will ja, wenn man unterwegs ist, nicht unbedingt jetzt mit seinem teuren Handy, mit seinem teuren Smartphone unterwegs sein. Da braucht man nur komisch hinzugucken, dann hat es schon einen Sprung drin. Ja. Dieses Handy hält alles aus. Und das kannst du runterfallen lassen, das kannst du in Wasser fallen lassen, das kann alles machen. Guck mal hier, ich habe jetzt dieses Handy hier bei mir in der Hand. Runterfallen lassen und würdest du das mit deinem normalen Handy machen? Nein, nein, was tust du da? Und guck, es geht immer noch. Hat hier sogar ein Farbdisplay, da können Sie Ihre SIM-Karte, nehmen Sie die SIM-Karte aus Ihrem Smartphone und stecken das hier rein. Und dann können Sie es richtig auf den Tisch fallen lassen. Cool. Ich gehe jetzt mal nach vorne hier. Ja, ja, ja. Und ja. Geh so ganz normal und dann... Oh, mein Handy ist runtergefallen. Stell dir das doch mal vor mit deinem Handy und guck. Es geht, ich hatte mal eine blöde Display-Reparatur von meinem Smartphone 150 Euro gekostet. Nochmal? Nochmal? Und Diana kann sogar... Oh, das macht doch nichts. Was macht euch denn da? Was hat euch das arme Handy denn getan? Das hat das Handy ausgehalten. Im Stand zu halten hier. Jetzt habe ich mal einen Wettbewerb vor. Wir stellen es mal alle hier hin. Ja, komm, gib mir mein Handy bitte. Nein, wir werfen alle drei von hier. Okay. Wir werfen alle drei von hier und versuchen, den Eimer mit dem Wasser zu treffen. Fängst du an, Carsten? Ich fange an, pass auf. Ich stelle mich dahinter und bring's zurück. So. Wie werfen wir? So. So? Wie du willst. Du musst es nur treffen. Wie ich möchte? 5 Euro pro Wurf. Oh, nicht schlecht. Schade. Aber das Handy geht immer noch. Jeder hat 3 Versuche, oder? Nein, jeder hat einen. Wir haben nicht so viel Zeit. Diana, du bist dran. Aber du musst zugeben, das war knapp. Das war ganz schön knapp, deswegen ist den Rahmen getroffen. Hey, ich bin etwas nass geworden, aber du hast es getroffen. So, jetzt mal ganz ehrlich, wir machen natürlich hier einen riesen Fass auf, aber normalerweise, wenn Ihr Handy ins Wasser fällt, ja, dann ist normalerweise Matthäus am letzten. Da wissen Sie ganz genau, kostet ein paar hundert Euro für ein neues Handy. Jetzt guck mal, ich ziehe es hier raus und du siehst, es geht. Alles gut, das Display ist da, alles ist da. Das ist großartig. Es ist wirklich fantastisch hier. Das ist genial. Also du hast es auf den Boden geschmissen, du hast es auf den Tisch gehauen, du hast es in den Wassereimer fallen lassen, beziehungsweise Korrektur, du hast es in den Wassereimer geschmissen. Aber es hat tatsächlich überhaupt nichts aus. Ingo darf auch nochmal da. Einmal darf ich noch. Bei mir. Tja. So, jetzt bin ich wieder der Einzige, der nicht getroffen hat. Du bist der Einzige, der nicht deswegen getroffen hat. Deswegen macht ihr das doch. Du musst uns jetzt, zum, Essen, du musst uns jetzt zum Essen einladen. Nein, aber um mich als schlechten Basketballspieler darzustellen. Das Handy geht immer noch. Und das können Sie auch machen mit Ihrem Handy. Einfach die SIM-Karte rausnehmen, hier reinstecken. Sie sind immer erreichbar. Das ist ja das Tolle, dass Sie weiterhin erreichbar sind, Anrufe machen können. Und ich bin auch viel draußen. Das ist wirklich toll, wenn ich mal im Garten bin oder so. Ne? Mhm. Da will ich mein Handy nicht mitnehmen. Ja, richtig. Das richtig. Ist viel zu gefährlich und mit sowas kannst du, wie gesagt, du kannst Gartenarbeit, Maurerarbeit, du kannst alles damit machen. Beim Handwerk könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Wenn du jetzt mal beim Renovieren bist oder was, hast du dein Smartphone auch mal schnell in der Tasche, da ist ruckizucki mal ein Riss drin oder kaputt oder sonst was. Die Dinger sind sehr empfindlich. Das hier macht es ohne weiteres mit und Sie haben gesehen, wie wir das arme Telefon malträtiert haben. Aber das scheint dem überhaupt nichts auszumachen. Also egal, ob Outdoor oder natürlich auch mal im Handwerk, eine hervorragende Geschichte, auch mal als Zweitgerät für 28,49 Euro. Übrigens ein sehr gerne gewähltes Modell hier bei uns. Es ist kein Smartphone, das heißt, Sie gehen nicht damit ins Internet, aber Sie haben alle Funktionen eines Telefons, die man schlicht und ergreifend braucht. Das heißt, Sie sind erreichbar, können telefonieren, Taschenrechner, Licht und so weiter, hat er natürlich auch alles. Und das für noch nicht mal 30 Euro und das dementsprechend stoß- und wasserfest. Ein hervorragendes Teil für keine 30 Euro, PX24, 36 und die 569 ist dafür die Bestellnummer. Jetzt haben wir viele kleine nützliche Helferlein gesehen, die uns tatsächlich in der Not mal behilflich sein können. Aha. Aber was nützt uns das alles, wenn wir de facto keinen Strom haben? Wenn ich mal so einen Laptop draußen auf der Terrasse habe, ist der Akku leer. Jetzt fange ich wieder die Sucherei an. Wo ist die Steckdose? Wo ist das Verlängerungsstab? Wo ist die Steckdose? Da hab ich was für dich. Wir haben eine Steckdose zum Mitnehmen. Und das ist unser super großes Powerpack. Aha. Hier. Die Zuschauer haben es bestimmt schon mal gesehen. Deswegen gehe ich jetzt nicht darauf ein, wie viele Anschlüsse und was für Anschlüsse wir haben, außer dass wir 2 Steckdosen haben. Das ist das Wichtigste. Sie sehen, wir können auch alles andere noch anschließen. Das ist ja wie USB, zu Hause. 12 Volt und so weiter. Das Powerpack hier hat unglaubliche Leistung. Da können Sie ganz viele Geräte gleichzeitig anschließen und die laufen sehr, sehr lange. Die Zahlen sind, das ist also tatsächlich 1100, das ist also tatsächlich hier...
1000 Watt Geräte können Sie anschließen und das eben auch noch für sehr. Es hat 1,1 Kilowattstunden, also wahnsinnig viel Leistung. Großartig. Wofür brauche ich das? Natürlich, um mal im Garten zu arbeiten. Ich war jetzt am Wochenende, habe ich meine Büsche geschnitten im Garten. Mhm. Ich habe mein Kabel rausgeholt aus dem Keller. Es war verstaubt, es waren Spinnweben dran. Es war richtig lästig. Und dann meine Säge raus und dann zum Schluss natürlich auch alles wieder zusammensammeln. Ist furchtbar. Da bist du länger beschäftigt als mit dem Hecke schneiden, oder? Da bist du länger mit beschäftigt als mit der Hecke selber zu schneiden. So Büsche, das ist halt im Garten, da sind keine Steckdosen. Ne? Und für sowas kann man das mitnehmen. Oder natürlich für Camping oder Schrebergarten, da wo kein Strom ist. Und wir fangen jetzt mal an zu zeigen, wie das mit Gartenarbeit aussieht. Diana, möchtest du mal die Hecke schneiden bei uns? Wir haben hier hinten einen riesengroßen, hässlichen, also hässlich ist er nicht, einen wunderschönen Herbstbaum. Nur weil ich gesagt habe, ich möchte mal wieder zum Friseur, musst du jetzt nicht gleich die Heckenschere rausholen. Was bringt das? Setzt du der Frau für Flausen in den Kopf? Ja? Diana macht das wirklich, du kennst sie doch. Wir wollen Carsten mal die Haare schneiden. Nein. Wir gucken uns wir gucken uns ran an dem Gerät. Da wollen wir noch mal gucken hier. Holla. Bis zu 1000 Watt, sagst du, können die Geräte haben. Ja, das Was ist hat schon denn so eine Nummer, Heckenschere? Oder? Das sind doch mit Sicherheit. Also 500, 600 Watt hat die doch mit Sicherheit, oder? Ja, steht auf dem Typenschild. Ich weiß gar nicht, wie viel hat die? 700 Watt? Ich glaube, also, 700 Watt. Also das ist schon... Das ist ja cool. Guck mal hier. 700 Watt. Wie 700. So, Sie sehen... Okay, dann bin ich Sie gespannt. Sehen, haben, das ist echt viel. Sie sehen, wir haben keine anderen Kabel, außer das hier direkt an, an das Powerpack. Jetzt mache ich hier den Strom an. Wechselstrom. Und wenn ich das hier reinstecke... Oh mein Gott. Funktioniert. Komm, Carsten, trau dich. Nein. Ich gehe. Carsten, hast du Angst? Ich mache das, was man in diesen Tagen tut. Ich halte Abstand. Holla. Ja, aber das läuft fehlerfrei. Ich höre kein Stottern, kein gar nichts. Und das ist natürlich jetzt mal eine Geschichte. Ich meine, natürlich sind Akkugeräte praktisch, aber Sie kennen das, wenn Sie gewisse Power brauchen, dann kommen Sie um ein kabelgebundenes Gerät nicht drum rum, egal ob auf der Baustelle oder in der Gartenarbeit. Und die Akkus sind ständig leer. Dann haben Sie die eine halbe, dreiviertel Stunde benutzt, dann sind die Akkus wieder leer und dann müssen Sie 3 Stunden Kaffee trinken gehen, um die Akkus wieder aufzuladen. Oder Sie kaufen einen zweiten, da kannst du dein zweites Gerät kaufen. Ja. Also alles keine wirkliche Alternative zu einem kabelgebundenen Gerät. Ja. Aber jetzt 50 Meter Verlängerungsschnur, du hast es angesprochen, macht natürlich auch keinen Sinn. Der hat nicht gestottert und das finde ich faszinierend. Das ist also wirklich Strom wie aus der Steckdose, oder? Das ist Strom wie aus der Steckdose. Das ist ja das Tolle dran. Du kannst hier alles anschließen und hast dann dabei, die Steckdose hast du dabei. Das ist das Tolle hier an dem Gerät. Und du kannst es natürlich nicht nur jetzt für Arbeiten benutzen, sage ich mal. Du kannst es natürlich auch für eine Gartenparty benutzen. Da bin ich dabei. Da sind wir dabei. Da bin ich dabei. Haben wir jetzt mal das Powerpack hingestellt. Sie sehen das? Und jetzt schließen wir erstmal die ganzen Sachen an, die wir zum brauchen. Beispiel Kühlschrank, Kühltasche. Wir brauchen kühle Getränke. Ein paar kühle Getränke brauchst du immer. Partysche Diana ist das hier. Mhm. So, Achtung, jetzt pass auf. So. Zack. So. Jetzt dann haben wir kalte Getränke. Eingeschaltet. Zack. Bisschen so. Licht. Ja. Ja? Licht wäre gut. Licht wäre auch gut, genau. Ja. Wo ist der Mückenvernichter? Da. Da vorne haben wir. Juhu, jetzt haben wir Partylicht und natürlich. Die ist ja wirklich schön. Die wollte ich dir eben schon abschwatzen für meinen Balkon zu Hause, die Lichterkette. Aber reden wir ein andermal drüber. Zweites Gerät. Jetzt geht die große Stereoanlage an. Und das alles aber gleichzeitig? Ja. Und das kannst das du alles cool. gleichzeitig. So. Und schon ist die Party im Gange. Ohne, dass du ein langes Kabel irgendwo hinlegen musst. Ein langes Kabel. Alles in einem kompakten Gerät. Ja, wir lieben es ja auch, Gartenpartys zu machen, aber es ist halt eine Sache, dass man die Kabel immer legen muss, ne? Und danach auch wieder zusammensuchen muss. Ja. Einfach ein Powerpack unter den Arm und schon kann die Party starten. Oh, jetzt werden wir alte Musik. Was ist das denn los jetzt hier? Eine typische Frau kann sich auch nie entscheiden, oder? Ja? Lass mal an. Ja, das ist das Tolle mit so einem Powerpack. Sie können Strom überall haben. Überall mitnehmen, Schrebergarten, Party, Gartenwerkzeuge. Sie können Konzert machen damit, mit der Leistung, mit 1000 Watt Leistung. Das ist unglaublich. Mal richtig abrocken. Aber jetzt mal ohne Quatsch, unabhängig von der Musik. Musik ist dran, Kühltasche ist dran, was haben wir noch? Licht haben wir dran. Und es sind immer noch Steckplätze frei. Ich könnte jetzt noch mein Handy aufladen oder wie immer. So eine richtig kleine Partybox hier. Ja. Die Bestellung also hast du nach der Gartenarbeit aber auch verdient. Ich glaube, wir haben sogar Bier in der Kühlbox. Wir haben Bier in der Kühlbox. Ich dachte, du wärst Asket.
Ja, wenn ich fahren will. Aber jetzt muss ich ja nicht fahren. So. Guck mal, jetzt Pearl hat an alles gedacht hier bei uns. Das ist sogar eiskalt. Toll. Ja. So. Das kannst du überall machen. So. Liebe Zuschauer, ich habe ganz vergessen, ich habe hier deine Karten in der Hand. Ja. Das sind deine hier. So, jetzt bin ich komplett raus. Wo waren wir denn eigentlich? Also, das Powerpack alleine liegt bei, lass mich gucken, großes Powerpack, 949,99. In wenigen Tagen wieder lieferbar, liebe Zuschauer, war lange ausverkauft. Deswegen bitte in ein paar Tagen ist es soweit, wir erwarten die Lieferung. Jetzt haben wir das Ganze aber auch in der Kombination, weil also auch die beste Energiereserve ist irgendwann mal zu Ende, genau wie ein Auto auch mal irgendwann kein Benzin mehr hat. Die musst du auch mal wieder aufladen. Kannst du zu Hause an der Steckdose tun oder per Solar? Per Solar, klimaneutral, CO2-frei, kommt das portabel. Sie können das mitnehmen, sehen Sie das? Wie ein kleiner Koffer. Und dann wird das aufgeklappt. Und dann sehen Sie, was hier drin ist. Wir haben hier ein paar Blätter vom letzten Mal aufgebaut. Naja. Aber wir haben hier auch Füße, die sich automatisch ausklappen, wenn ich es umdrehe. Und das ist eben das Tolle. Es steht dann sofort im richtigen Winkel zur Sonne und hat 260 Watt, um unser Powerpack, unser Lieblings-Powerpack, mit Strom zu versorgen. Das ist ja großartig. Kabel sind auch dabei? Kabel sind dabei, es ist alles dabei. Und das ist eben unser Powerpack zusammen mit dem Solarpanel. Eines unserer beliebtesten Sparpakete. Und Sie sehen, guck mal, wie einfach das zu transportieren ist. Vielen Dank, Diane. Es wiegt nicht 100 Kilogramm, es wiegt so viel wie so eine halbe, dreiviertel Kiste Bier, würde ich sagen. Ja. Perfekte Kombination. Ja. Sehr cool. Also das bedeutet, unterm Strich gesehen, ich kann mit 260 Watt jetzt meine Energiereserve immer wieder mit Energie versorgen. Würde theoretisch bedeuten, die wird nie wirklich leer. Die wird also nie auch wenn leer. Ich mal ein paar Tage länger oder was unterwegs wochenlang, bin. Wochenlang, jahrelang unterwegs sein. Das ist großartig. 2000 Ladezyklen. Das ist natürlich dann auch sinnvoll, wenn wir jetzt mal das Szenario eines Stromausfalls mal zu Hause mal durchspielen. Theoretisch gesehen kannst du so ein Ding auch mal draußen in den Garten, auf die Terrasse oder was stellen und die jederzeit wieder mit Energie versorgen. Richtig. Sehr cooles Set, liebe Zuschauer, und sehr gerne gewählt von Ihnen zu Hause haben wir für 1206,50 € für Sie im Programm ZX3078. Und die 569, auch das bitte komplett vorbestellen, bedeutet in wenigen Tagen ist es endlich lieferbar. Und jetzt haben wir einen neuen Sheriff in der Stadt sozusagen. Das Ganze geht natürlich bei dem Gerät für alle kabelgebundenen Geräte bis 1000 Watt. Wer noch ein bisschen mehr Leistung braucht, nämlich Gerätschaften bis 2000 Watt mit Strom versorgen möchte, der entscheidet sich für etwas Flammneues, was wir in wenigen Tagen auch physisch bereithalten. Haben wir schon im aktuellen Pearl-Katalog gesehen, ist schon sehr stark nachgefragt. Wir haben es im aktuellen Pearl-Katalog und die Katalogkunden schlagen schon zu. Sehr. Das ist unglaublich beliebt. Es ist schon ein Bestseller, obwohl es noch gar nicht da ist. Kommt in wenigen Tagen zu Ihnen und dann können Sie das eben auch bestellen. Ja. Hier haben wir jetzt den Zusteller, der zeigt Ihnen, wie das aussieht. Wir haben auch hier wieder zwei 230 Volt Steckdosen, was ich super finde. Alle möglichen Anschlüsse, Sie sehen das hier mit USB und 12 Volt und natürlich auch einen Anschluss an der Seite, sehen Sie das auf der linken Seite. Ein Anschluss für ein Solarpanel, da kommen wir auch gleich noch zu. Es ist irre, was dieses Powerpack alles kann. Es ist das größte und stärkste, was wir je hatten. Ja. Wie gesagt, 2000 Watt kannst du hier anschließen. Ne? Bei unserem vorher größten konnte man 1000 Watt anschließen. Warte, lädt ein Handy viermal schneller als ein Netzteil zu Hause? Ja, es hat Quick Charge. Das ist ein Knaller. Es hat Quick Charge und manche Handys, und viele Handys unterstützen das. Dann lädt das tatsächlich viermal schneller als ein normales. Hier, Zigarettenanzünder auch dabei. Das sagt man doch nicht mehr. Ja. Das ist ein 12-Volt-Anschluss natürlich. Ich bin ein Kind der 70er. Ich darf nur Zigarettenanzünder-Steckdose sagen. Nein, es ist also ganz, ganz toll. Es hat ein tolles Display hier oben, wo Sie alles sehen können, was mit dem Powerpack passiert. Und es hat, wie gesagt, 2000 Watt können Sie da anschließen, 1456 Wattstunden. Das ist eine Leistung, die ist eigentlich, kann man schon sagen, unglaublich. Boah, 2000 Watt Belastung. 2 von diesen Heckenscheren anschließen gleichzeitig. Das ist ein Knaller, Einer von rechts, einer von links. Also das ist wirklich sensationell, liebe Zuschauer. Überhaupt keine Frage. Alles, was kabelgebunden ist und bis zu 2000 Watt Leistung braucht, lässt sich hier ohne weiteres anschließen. Und bitte, Sie haben das gerade noch mal gesehen, ich will Sie nicht mit reiner Sinuswelle langweilen, aber es ist wirklich eine Qualität von Strom, wie die Sie zu Hause aus der Steckdose her kennen. Das ist überlegene Technologie mit Lithium-Eisen-Phosphat-Akku, mit allem Komfort und zurück. Alles das, was modern und top angesagt ist, ist hier tatsächlich verbaut. In wenigen Tagen lieferbar. Haben wir für 1.329,99 € für Sie im Programm. Wichtig, bitte die Bestellnummer, damit Sie mit als Erste dabei sein können, ist die ZX3096 und die 569. Ja. Thema Stromausfall, ich habe es eben schon mal ganz kurz angerissen, kommt häufiger vor, als einem das lieb sein kann. Wir haben hier auf dem Computer haben wir eine aktuelle Karte, das ist von genau jetzt.
wo gerade Stromausfall ist in Deutschland. Und wenn Sie da auf eins von diesen Punkten gehen, dann können Sie sehen, was da los ist und wie lange der Strom weg ist, beziehungsweise schon weg ist. Heute in Bremen bis 17 Uhr. Bis 17 Uhr erwartet der Stromausfall in diesem ganzen Bereich. Und das ist eine Deutschlandkarte, da sind, klick mal drauf auf das Stromausfall auf. Ja. So, zack. Und das ist von ganz Deutschland, können Sie da die Karte sehen. Es ist immer irgendwo in Deutschland gerade Stromausfall. Hier sehen wir es mal. Sehen Sie das? Diese ganzen Punkte sind Stromausfälle. Die ganzen roten Punkte, alles Stromausfälle? Sind alles Stromausfälle. Jetzt, genau jetzt in Deutschland. Das soll man doch gar nicht glauben. Also man denkt doch eigentlich immer, dass wir sind in Deutschland vor sowas eigentlich relativ sicher, wenn nicht gerade wieder irgendwo ein Sturm oder sowas drüber fegt. Nein, es hat nicht mal was mit Sturm zu tun. Eine Baustelle oder sonst irgendwas. Das passiert ständig. Natürlich hatten wir auch Stürme. Das ist natürlich katastrophal. Dann wollen wir gar nicht drüber reden. Aber auch so, da hackt einer irgendwie eine Leitung rein oder sowas anderes und zack, ist ein Stromausfall da. Ja. Machen wir uns nichts vor. Oder mal ein Baum kippt mal um oder was, mal in so eine Oberleitung rein und bums, bis die repariert ist, da will mir ja keinem zu nahe treten. Aber da kann natürlich mal eine ganze Menge passieren. Ja, das ist natürlich Diana, hattest du schon mal Stromausfall? Ja, natürlich. Oh, ich glaube, das war für, ich glaube, 20 Stunden. Ich war ganz allein. Das war abends und das war voll dunkel. Ich hatte keine Taschenlampe, gar nichts und ich war allein. Also, das war schrecklich. Ja, und Handy ist dann auch meistens leer noch. Mit dem Powerpack sind Sie da auf der sicheren Seite. Und das ist unser größtes, leistungsstärkstes Powerpack. Das heißt, da haben Sie am längsten Strom mit und können am meisten Geräte anschließen. Ja, und man darf ja nicht vergessen, ich sag mal, in vielen Ländern, in Asien, in Amerika ist sowas gang und gäbe, haben die Leute mittlerweile 2-3 Stück davon in der Garage, um einfach alles dabei zu haben. Und nach 20 Stunden ist natürlich auch bei mir mal im Kühlschrank dann also wirklich mal alles abgetaut und alles kaputt, was man da eigentlich einfrieren wollte. Übrigens auch Medikamente und also Geschichten, die man da eventuell lagern muss. Also macht schon Sinn, da vorzusorgen, liebe Zuschauer. Das Ganze gibt es natürlich auch in der Kombination mit dem Solarpanel. Wir haben also das größte Powerpack, bis alle Gerätschaften bis 2000 Watt mit der ZX3096 und der 569, knapp 1330 Euro, logischerweise Port- und Versandkosten frei geliefert. Wir haben es aber eben auch mit dem 260 Watt Solarpanel in der Kombination, auch das schon sehr stark nachgefragt. Und das ist wirklich eine Spitzenkombination, ist mit das Leistung, ist das Leistungsstärkste nicht mit, es ist das Leistungsstärkste, was wir derzeit im Programm haben. Ne? Ja. Und das ist eben die ideale Kombination hier mit dem Solarpanel und dem Powerpack zusammen. Auch hier, wir zeigen Ihnen das, weil wir Ihnen auch schon einen TV-Sonderpreis dafür geben wollen. Sie sparen richtig Geld. Beim Powerpack alleine sparen Sie schon 70 Euro zum Pearl.de oder Katalogpreis oder all unseren anderen Kanälen. Und bei diesem Kombination, bei diesem Sparpack zahlen Sie 85 Euro weniger, als wenn Sie es auf unseren anderen Kanälen bestellen. Das ist ein echter Grund, Pearl TV zu schauen, weil das natürlich bares Geld ist. Und das ist nun die Königskombination, unser größtes und leistungsstärkstes Powerpack, zusammen mit unserem größten und leistungsfähigsten Solarpanel, 260 Watt Strom für unser Powerpack hier. Oder sehen wir es gerade? Wir sehen gerade bei Pearl.de schon einen sehr, sehr günstigen Preis für die Kombination aus Powerpack und Solarpanel. Der liegt bei knapp 1700 Euro. Sie bekommen den aber heute eben nochmal mit einem ordentlichen Preisvorteil. Und dieser ordentliche Preisvorteil geht fast an die, ist über 80 Euro, sind fast 85 Euro gespart jetzt hier an dieser Stelle für 1614,99 Euro. Exklusiv für Sie natürlich der TV-Sonderpreis, liebe Pearl-TV-Zuschauer. So deutlich muss man das sagen. Deswegen vergessen Sie bitte niemals nach der Bestellnummer ZX3145 immer die 569 hinten dran zu erwähnen, damit die Kollegen im Service Center wissen, dass Sie den TV-Sonderpreis bekommen können. Und die 85 Euro, ganz ehrlich, Ingo, das sind ja mehr anderthalb Tankfüllungen. Ja, ganz genau. Ja, also da haben wir alle nichts mehr zu verschenken, behaupte ich. Oder mal ein schöner Wocheneinkauf für die ganze Familie, da kommt schon eine ganze Menge Kohle zusammen. Ja, das ist es ja. Pearl TV schauen lohnt sich. Ja, definitiv. Muss man wirklich sagen. Der Preis gilt für die nächsten 2 Stunden. Sie brauchen natürlich auch erst zu bezahlen, wenn es dann geliefert ist. Ja, oh ja, oh ja. Diana gibt uns. So. Jetzt machen wir erstmal Party. Der Tag ist für uns vorbei und hat gut angefangen. Ne? Wir haben gearbeitet, wir waren auf der Baustelle, wir haben die Hecken geschnitten und jetzt wird Party gemacht. Sehr zum Wohl. So. Diana, zum Wohl. MC Diana. So. Und Sie gehen ans Telefon 0800 51 51 und dreimal die 4.